So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play. Scheiße, jetzt habe ich den Namen vom Level vergessen. Jetzt gucken wir einfach mal kurz, da ist beim M-Favoriten. Und zwar heißt das Level, glaube ich, Ransack, genau so als Kaiser. Ransack! Ja, auf jeden Fall, der Macher ist Space Pirate Khan. Das Level hat 63.000 Plays. Und ich bin hier mit dem BD, jetzt muss ich gerade mal gucken, der Name. BD, jetzt konnte ich den Namen nicht lesen. Ich kriege hier noch einen Ausraster, weil ich nehme das jetzt gerade schon zum dritten Mal auf. Weil jedes Mal ein verdammter Netzwerkfehler komisch. Aber naja, ich kriege hier noch die Krise, aber was will man machen? Auf jeden Fall, das Level ist extrem lustig. Es macht extrem Spaß, vor allem zu viert. Und das sind so kleine Minispiele und jetzt geht's auch schon los. Ja, wo bin ich? Ah, ich bin hier, okay. Also in dem Minigame muss man sozusagen die Leute in diese elektrischen Teile schicken. Ohne dass man selber reingerät, weil das ist sehr schwierig. Ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil es extrem lustig ist, dass ihr es auch mal selber spielen könnt, wenn ihr LBP2 habt. Boah, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ja, wir sind jetzt alle rot, das ist ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, aber ich bin jetzt der rechts oben in der Ecke. Also ich bin der rechts oben in der Ecke. Jetzt bin ich nämlich rechts oben in der Ecke, jetzt bin ich irgendwo verstreut. Scheiße, ich bin fast tot, okay. Ich glaube, ich muss nur noch einmal rein, dann bin ich tot! Und ich bin tot, scheiße. Wer hat das gewonnen? Mein Bruder hat gewonnen, Patrick 17293. Okay, das ist auch cool. Bloß bei dem Spiel ist so die Sache, also ich schieße da einfach bloß. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich da jetzt bin. Das ist einfach nur ein gewirres Geschieße. Da versteht man gar nichts mehr. Ich glaube, ich lebe. Oder? Bin ich das? Ja, ich bin es, glaube ich. Aber jetzt bin ich fast tot. Und ich bin tot. Verdammt. Also wer 5 Siege hat, hat gewonnen. Und bis jetzt sieht es für mich schlecht aus. Sehr schlecht. Okay, das Spiel ist auch cool. Auf, alle auf grün, alle auf grün. Weil ihr werdet gleich sehen, warum ihr alle auf grün müsstet. Genau deswegen. Weil diese Blöcke gehen alle nach unten. Und jetzt auf gelb, okay. Ich hoffe nicht, dass diesmal jemand rausfliegt. Das wäre echt extrem scheiße und schade. Weil dann müsste ich der vierte Versuch starten und ich weiß nicht, ob ich den noch mache. Aber ich hoffe, dass jetzt alles klappt. Ab und zu zeigt es auch die gleiche Farbe an. Das könnte vielleicht jetzt auch demnächst mal der Fall sein, weil einmal hat es bei mir 4-mal hintereinander die gleiche Farbe gebracht. Und jetzt genau wieder blau. Und pink. Boah, der erste ist schon tot. BDP, oder wie er auch immer heißt. Ach du Scheiße. Ja komm, Alter, das ist unmöglich. Aber ich habe überlebt zum Schluss, jawohl. Yeah, ich habe einen Punkt gekriegt, juhu. Okay, bis jetzt ist fast Gleichstand. Außer die Cell hat noch einen Punkt. Keinen Punkt, meine ich. Okay, wo bin ich? Ich bin rechts oben. Fuck! Ich bin tot. Irgendjemand ist dann nur auf mich gegangen und das war dieser BDP. Jetzt gucke ich gerade mal, wie sein Name heißt. BPDD456 heißt er. Okay, alles klar. Boah, wow, der BDPDD führt. Boah, das ist auch cool, so ein Mini-Rennspiel. Der fährt die ganze Zeit gegen die Wand. Oh mein Gott. Jetzt habe ich mich selber abgeschossen, scheiße. Aber ich glaube, ich bin... Da bin ich. Scheiße, ich war die ganze Zeit der gegen tot gegen Wand fahre ich. Scheiße! Ich bin die ganze Zeit gegen Wand fahre. Ja, hä, ich habe doch keine orangene Haare. Das ist ein totaler Fehler. Ja, so eine Scheiße. Ja, komm. Jawohl, wenigstens bin ich nett drin. Oh, okay, jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp. Yes.
Ja, schießen wir uns zum Schluss noch selber ab! Och man, das gibt's nicht. Nein, der gewinnt nicht. Der gewinnt ganz klar nicht. Okay, das ist auch cool. Da muss man so lange hüpfen, wie es geht. Und der ist schon wieder tot. Also der kann auf jeden Fall jetzt Nemec gewinnen. Yes, ich habe gewonnen. Okay, ich bring mich einfach mal um. Weil ich habe ja so oder so gewonnen. Langsam wird's knapp für dich. Okay, das Spiel ist auch extrem cool. Das heißt Hot Potato. Und zwar muss man da die Bombe so lang halten, bis sie explodiert. Also nein, man muss sie nicht so lang halten, bis sie explodiert. Aber man muss sie halt weitergeben, dass sie bei dem anderen explodiert. Oh fuck, mit X werft man. Oh du Scheiße, ich habe gerade mit R1 versucht zu werfen. Aber mit X wirft man. Alles klar. Das ist auch eine Sache von Konzentration. Weil irgendwann explodiert die Bombe und man muss so ein bisschen so ein Gefühl dafür haben, wann man die Bombe wirft. Und jetzt wird es langsam knapp. Jetzt wird es langsam scheiße knapp. Nein! Nein! Fuck! Das war so klar, dass es mich wieder trifft. Das war so klar. Verdammte Scheiße. Ja, hier mache ich ein bisschen Kreuz nach dem dritten Versuch aufnehmen. Ach du Scheiße, okay, jetzt das ultimative Battle. Ey, ich sage euch, wenn wieder ein Verbindungsfehler kommt, ich glaube, ich rasche völlig aus. Ich springe hier aus dem Fenster raus. Scheiße, der muss jetzt nur noch ein Spiel gewinnen. Nur noch eins, dann hat er gewonnen. Er gewinnt nicht, das darf nicht sein. Okay, jetzt müssen wir alle gut sein. Was ist das? Ah, okay, das ist cool. Da muss man so viel Felder wie möglich mit seiner Farbe ausfüllen. Und dann hat man gewonnen. Ich versuche jetzt einfach mal den Blauen seine Farbe wegzumachen. Damit der nicht gewinnt. Weil das ist... Also wer am meisten Farbe hat zum Schluss, wenn der rechts der grüne Balken voll ist, der hat gewonnen. Und ich hoffe, das bin ich. Aber gerade sieht es gut für mich aus, sehr gut. Komm schon, bitte. Yes, ich hab gewonnen! Yes! Ja. Die Seth hat immer nur noch 0 Punkte. Okay, das ist ein sehr kompliziertes Spiel hier. Mit Kreis kann man 4 Punkte nehmen, mit Dreieck 3, mit Viereck 2 und mit X 1. Und es kommt immer drauf an, weil da oben liegt eine Bombe. Und wer so und so viele Punkte bekommt... Achso, ich bin dran. Ach du Scheiße. Ich bin hier die ganze Zeit im Erklären und ich bin dran. Ja, also wer zum Schluss die Bombe hat, der ist tot. Und das ist eine Sache von Konzentration. Und von Taktik auf jeden Fall. Und jetzt könnte es gleich alt für mich aussehen. Wenn die jetzt einen Punkt macht. Jetzt. Oh, was? Was macht die? Die killt sich selber. Oh mein Gott. Ich glaube, die hat den Sinn des Spiels nicht ganz verstanden. Okay, jetzt muss ich 4 Stück nehmen, da ist nämlich mein Bruder tot. Nein, ich Vollidiot! Ich hätte 3 nehmen sollen, dann hätte mein Bruder 1 nehmen können. Und dann wäre der tot. Scheiße! Da habe ich jetzt wieder überhaupt nicht logisch gedacht. Das ist jetzt wieder echt klasse. Scheiße. Ich will auf keinen Fall, dass der gewinnt. Auf keinen Fall. Scheiße. Ja! X! Und weg ist er, jawoll! Yes! Okay. Wir sind beide Gleichstand und unten links sieht es noch ein bisschen schlecht aus. Okay, jetzt geht's ab. Ich bin's! Komm schon! Komm schon! Fuck! Wo fliege ich denn hin? Scheiße! Ich hätte die töten müssen. Bin ich tot? Ich bin tot, oder? Ich bin tot. Nein, scheiße. Patrick, überlebe. Gib alles. Patrick, gib alles! Nein! Nein! Scheiße.
Warum ist das Spiel jetzt nicht rum? Ey Leute. Ich rasch gleich aus. Ich sag, wenn jetzt wieder so ein abgedammter Fehler kommt, also ich rasch aus. Wenn das sich selber irgendwie killen könnte, aber das geht halt nicht. Ach, jetzt hat er plötzlich gewonnen. Das ist sehr interessant. Nein. Verdammt nochmal. Okay. Au, der schlägt mich die ganze Zeit weg hier. Au, was will der eigentlich von mir? Hilfe! Hilfe! Er schlägt mich nur weg, Hilfe! Aua! Au! Yeah, der hat gewonnen, alles klar. Ey, der Roboter geht mir auf das. Der Roboter ist, glaube ich, sehr beleidigt, weil der schlägt uns die ganze Zeit weg. Also, ich habe es auf jeden Fall gut bewertet. Ich habe ein Herz gegeben und ich habe einen Kommentar geschrieben. Ich habe keine Rezession geschrieben. Aber das könnt ihr ja machen. Auf jeden Fall, das Level ist zu 100 Milliarden % empfehlenswert, weil es einfach so extrem viel Spaß macht. Und es ist sehr selten, dass ein Level in LBP so extrem viel Spaß macht. Ja, der Typ hier, der hat 1215 Herze, hat er auch voll verdient für das Level. Aber seine Erde, muss ich echt sagen, die ist scheiße. Aber okay, jedem sein Geschmack. Damit beende ich jetzt hier das Let's Play. Dann zeige ich nochmal kurz die Namen von den Leuten, die jetzt gerade dabei waren. Und zwar der Patrick17293, der ist hier. Hier rechts oben. Dann hier der BPDD465 oder irgendwie so, der steht hier jetzt gerade neben mir. Right now, people can see how I lost. Okay, und hier ist die sogenannte XL Belieb XX oder irgendwie so. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.